68 Seiten dick ist die neue energiepolitische Konzeption der Landesregierung. Energieminister Christian Pegel hat diese am Dienstag beschlossen, dann direkt auf einer Landespressekonferenz vorgestellt. Wir wollen die Energiewende. Bis zum Jahr 2025 verfolgt das Land ein ambitioniertes Ziel. 6,5% des Stroms der gesamten Bundesrepublik soll in MV generiert werden. Zum Vergleich, im Jahr 2013 lag der Anteil noch bei unter 2%. Erreicht werden soll das durch den weiteren Ausbau, vor allem in der Windenergie. 6 Millionen Euro wird dem Land in der kommenden Förderperiode zur Verfügung stehen, um die Effizienz der Anlagen und vor allem der Speichersysteme weiter zu entwickeln. Außerdem sollen Bürger und Gemeinden in die Windkraftanlagen ihrer unmittelbaren Nachbarschaft investieren können. Eine wichtige Maßnahme, um die Akzeptanz jedes Einzelnen weiter zu gewinnen und um die Energieform dezentral weiter zu verbreiten. Schon jetzt spart jede Windkraftanlage im Land im Jahr mehr als 1500 Tonnen CO2 ein. Die Energiewende. Nicht nur auf dem Papier eine saubere Zukunft, sondern zukünftig vor allem auch ein immer wichtigerer Wirtschaftssektor für alle im Land.